Recht herzlich willkommen zur 118. Folge von City Skylines. Ja, wir haben letztes Mal unsere Autobahn gebaut. Und zwar hier unten irgendwo. Da, wo hier so viel in dem Industriegebiet gerade komisch ist. Da fehlen Arbeiter. Zum Liefernpol, nicht genügend Rohstoffe, okay. Das ist hier alles ziemlich kaputt wohl. Naja, okay, wir müssen uns aber trotzdem erstmal um die LKWs bzw. um die Fahrzeuge kümmern hier. Wie man hier sieht, die hier gerade runterkommen von der Autobahn. Irgendwie ist diese Anschlussstelle nicht die ideale, ne? Gucken wir nochmal in den Stauplaner rein hier. Und wir müssen dann sehen, dass wir hier irgendwie mit den Autos woanders hin müssen. Die stauen sich hier auch zurück. Und die wollen wohin? Und die fahren hier fast alle rechts, oder? Wie war das? Gucken, wenn es wieder grün wird hier. Rechts, 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 alle fahren rechts. Und die dann rechts fahren, fahren da auch schon wieder links, oder? Ja, das sieht stark danach aus. Und die Grünphase ist wie super schrecklich, ne? Ja, dann wollen die hier hin. Jetzt haben wir, glaube ich, überlegt, die Abfahrt dann hier runter zu machen. Und unter die Straße, drunter, unter den Straßen runter hier an den Tunnel ran, ne? Die Straße ist gar nicht angenommen mehr, seitdem wir die Autobahn gebaut haben, glaube ich. Kann das sein? Da fährt einer. Ich glaube, die können wir auch ganz getrost abreißen, ne? Weil die fahren jetzt alle da lang. Ich denke mal, das machen wir, das kostet uns auch Unterhalt, ne? Und das war jetzt das Falsche erwischte. Ja, das unterirdische Abreißen ist ein bisschen komisch angezeigt. Wie passt es? Da ist es. So, jetzt müssten wir das nach da verbinden, ne? Das ist top, oder? Aber ob das geht, ist die nächste Frage, ne? So, das ist weg. Und dann... Also hier ist es ja top, aber auf der Autobahn ist es total schlecht. Das würde ja schon fast bedeuten, auch wir machen nicht diesen Abbieger, sondern hier, da lang, ne? Stehen sie hier auf der Kreuzung sogar? Okay, da gab es welche, die dann nicht da lang fuhren, sondern auch mal woanders lang fuhren. Ich denke mal, wir bauen hier einfach noch eine Abfahrt hin. Und zwar, hier ist er. Das bedeutet, wir müssten hier nochmal runter. So, dann müssen wir umschalten, sonst wird das nix. Gucken wir, ob wir hochschalten können. Stopp, da blinkt es gerade blau. Da. Bin ich da runter? Nein, da bin ich schon mal eben ehrlich. Da müssen wir noch einen höher, oder was?
Aktiver? Ne, ja, so muss es sein, okay. Dann müssen wir da mal rüber gucken, dass wir jetzt die Straße da wieder angeschlossen kriegen. Ist man da hier auch schon nicht mehr? Runter geht gar nicht, ne? Na, doch, da wird's runtergehen. Aber hier wäre alles zu nah. Und da geht's und fertig. So, ich denke mal, da werden jetzt einige Autos gleich hier runterfahren wollen. Weil das dann doch noch wieder die bessere Abfahrt sein könnte, wie die. Oder? Nicht wirklich? Ja, vor allem Krankenwagen sind da wohl unterwegs, ne? Es fährt da niemand runter. Doch, da ist der Erste. Ein LKW oder sowas? Ein PKW mit Anhänger, keine Ahnung. Trecker oder was? Trecker auf Autobahn, krass. Ja, also die haben es eigentlich raus, ne? Der steht da noch schön brav, jetzt fährt er. Ja, die wissen alle gar nicht, wo sie hin sollen. Und da geht's auch gar nicht voran. Diejenigen, die da mitfahren, ne, die haben auch Pech gehabt, wa? Gigastore. Okay, folgen wir dem doch mal. Ja, geht gar nicht so. Der war's, ne? Einsatzort Gigastore. So, jetzt wollen wir dem folgen. Ah, da ist der Gigastore. Okay. Jetzt müssen wir einen Fortschritt lernen. Oh, der wird da sogar reingetragen. Ich kehre zum Krankenhaus zurück. Was ja ein Problem ist in meinen Augen, ist, dass die haben Blaulicht an und überholen gar nicht, ne? Die müssen ja freie Fahrt haben. Die ist ein bisschen komisch, ne? Dass die da in der Schlange stehen. Aber der hat jetzt auch kein Blaulicht mehr an, der fährt einfach nur zum Krankenhaus zurück. Da fährt der Bauer schon wieder zurück hier, ne? Dauert jetzt ewig, ne? Jetzt geht's ein Stück voran wieder. Ja, schauen wir noch über die grüne Ampel, ja. Kommen wir zurück, gucken wir, wo es lang geht. Okay. Die Autobahn kann er da gar nicht fahren, ne? Müssen wir da nochmal gucken, dass wir das auch noch dran machen. Ich glaube, das sind nur Abfahrten, keine Auffahrten. Wäre vielleicht praktisch, ne? Der Fortschrittsbalken hier, der ist 0%, ist auch krass, oder? Ja, geht's nicht. Jetzt im Krankenhaus zurück. Gucken wir mal, wo es hingeht. Okay.
Jetzt geht's wieder voran. Und da geht's rechts auf die Autobahn ab. Okay. Komm mal durch die Ampel, ja. Okay. Zügig unterwegs. Über eine Brücke rüber. Oh, da fuhr einer schnell vorbei, ne? Okay, und dann ist der nächste Stau mit der Abfahrt. Ja, ich glaube, wir können das mal vergessen. So, jetzt müssen wir hier noch. Ne, drehen noch nicht. Das war rauszoomen, das war reinzoomen. Und wir müssen mit dem Mausrad, ne? Ja, genau, so war das. Und wir sind mit der zweiten Brücke hier zugange. Ah, guck mal, es wird angenommen was. Jetzt haben wir nochmal die Stauwahrscheinlichkeit hier. Okay, das ist jetzt nicht mehr der Stau auf der Straße, der ist etwas abgesackt. Jetzt ist die Frage, kriegt man das hier hin, dass man da drauf fahren kann, ne? Das wäre vielleicht noch sinnig, ne? Warte mal, die Kurve hatten wir gerade, das würde gehen. Das geht auch noch ohne Abreißen. Ich glaube, jetzt ist was abgerissen worden, ne? So. Da hätten wir jetzt auch eine Auffahrt gebaut. Mal gucken, wie die angenommen wird, ne? Ja. Machen wir das bitte hier. So, einer ist reingefahren. Ja, ich glaube, hier sind jetzt welche auch auf der Geradeausspur, ne? Ne, die biegen zweispurig links ab. Also nix. Da fährt einer. Na, also ein paar sind da, die da auch drauf fahren. Ja, muss ich entzerren, ne? Auf jeden Fall, was ist, ist, dass die Bahn frei geworden ist, ne? Das ist, stehen, die Stadt, der Stau ist jetzt nicht mehr auf der Autobahn. Das ist schon mal gut. Hier fließt es. Okay. Hier ist weniger geworden, hier hinten ist es auch besser geworden, glaube. Hier ist es nicht mehr knallerot. Ist jetzt noch, nein, nur noch an den Kreuzungsbereichen knallerot und auf den Abfahrten. Aber das werden wir wohl nicht da besser in den Griff kriegen. Vielleicht entzerrt sich hier noch irgendwo was. Hier wäre noch zu überlegen, eine Auffahrt zu machen. Ich weiß nicht, wo die... Ne, die fahren gar nicht drauf hier, ne? Auffahrt ist hier nicht. Aber wäre vielleicht ganz interessant zu haben, ne? Komm, probieren wir noch. Ist halt so, ne? Gucken, die Auffahrt angenommen wird noch. So umdrehen. Sieht jetzt nicht so aus, dass da einer reinfährt zurzeit, ne? Gar nicht. Schönes Autobahnschild, aber es fährt keiner drauf. Da. Ja. Oh doch, da fahren zwei Polizeiwagen drauf. Und da auch Linksabbieger gibt es jetzt. Ja doch, jetzt ist die
Kreuzung angenommen worden, beziehungsweise die Auffahrt. Vielleicht entzerrt das hier auch noch ein bisschen. Sieht so aus. Ja. Hier stauen sie sich jetzt zurück, ist klar. Genauso wie es hier auch noch so ist, aber auf der Autobahn ist noch Durchfahren möglich. Sieht ganz gut aus. Gut, hier hinten ist alles gut. Bis auf dieses. Und da ist das Problem. Vielleicht sollten wir das umändern hier. Dass das eine Kreuzung wird. Wir haben hier zwei Kreuzungen nacheinander. Das ist nicht gut. Kriegen wir das so hin? Das flackerte eben einmal ganz kurz blau auf. Da kriegen wir so hin, dass wir das da anschließen. Nee. Nee, das funktioniert leider nicht. Das will er auch nicht machen. Es fährt ja hier. Ich glaube, wir reißen einmal die Auffahrt ab. Und dann machen wir die nochmal neu. Hier aus. Das ist wegen der Kurve hier etwas schwierig. So. Der Park ist im Weg. Wo reißen wir dieses Stück auch nochmal mehr ab? Und ich glaube, wir müssen das doch nochmal hier wegmachen. Das funktioniert nicht richtig. Auf ein neues. So, da geht's so. So. Und da geht es so. Aber dann nicht mehr so. Gut, dann das nochmal weg. Und gucken, dass wir das in einem Stück hinkriegen. Da geht's nämlich so. Und dann reißen wir hier vorne das Stück ab. Die drei dürfen jetzt mal wegfahren. Und dann das auch weg. Und dann ist das nämlich bis dahin durchfahren und dann ist das auch mit dem Stau besser. Denke ich. So zwei Ampeln nacheinander direkt, das ist schlecht. Da ist das jetzt hier besser. Gut. Wenn man ja fast sagen müsste, das wäre ja besser, wenn diese Fahrzeuge... Wieso drehen die jetzt hier um? Interessant. Aber ist wohl so. Keine Ahnung warum. Dieses Stück hat sich noch stark entspannt. Die Abfahrt ist okay. Die staut sich jetzt wieder bis zur Straße zurück. Das ist nicht gut. Hat vielleicht aber auch ein bisschen damit zu tun, dass wir hier eben umgebaut haben. Ja, müssen wir noch abwarten. Ja, wir müssen nächstes Mal noch an dieses Projekt weiter arbeiten. Das ist noch nicht fertig. Vielleicht sollte man zu dieser Kreuzung hinmachen, dass diese Kreuzung hier weg ist. Dann müssen wir nochmal schauen, ob wir das hinkriegen. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.